Noch mal ganz kurz zum Rekapitulieren, wie man Kurse hochlädt. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so elegant, wie ich das auf GitHub hochgeladen habe, aber da gibt es unzählige Möglichkeiten. Das heißt, ich nehme normalerweise die Konsole, das ist für mich einfacher. Ein anderer, der könnte diesen, das was Atom bietet, halt nutzen, und ein anderer könnte wieder einen anderen Weg machen oder das direkt auf GitHub editieren. Also, ich werde noch einen Freund fragen, dass er mir vielleicht hilft, weil er Atom dahingehend mit GitHub besser nutzen kann, dass wir noch ein gemeinsames Video dazu erzeugen und ich das so schnell wie möglich hochlade. Aber ansonsten ist die Idee einfach nur, ihr habt auf GitHub unter eurem Account euer persönliches Repository, also euer Verzeichnis mit euren Dateien und euren Kursen, und ihr gebt das einfach nur weiter, indem ihr in dieser URL, liascript.github.io/kurs/? einfach euren Kurs oder euren Inhalt als Parameter übergebt. Das heißt, das war's. Es gibt keine zentrale Autorität oder irgendwas, oder ihr müsst es nirgendwo anders hochladen. Der Kurs, der bleibt euer Eigentum und kann von euch auch weitergegeben, editiert werden, oder es können andere nutzen. Das heißt, je nachdem, welche Lizenzen ihr gegebenenfalls dann setzt. Okay, weiter im Programm. Quizze. Das heißt, jeder, der, man möchte natürlich auch Wissen vielleicht abtesten oder jedem Schüler, Studenten, Lehrenden die Möglichkeit geben, das, was er vielleicht, was ihr ihm vorher gegeben habt, dann vielleicht auch, ja, für sich selber zu überprüfen. Das heißt, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die Eingabe von Textquizzen. Das heißt, LiaScript bietet hier zum Beispiel, wenn wir hier nach Lia Quiz Text suchen, einfach nur die Möglichkeit. Hier seht ihr schon das Beispiel. Was ist die Farbe des Himmels? Blau. Das heißt, aha, diese Art Quiz möchte ich doch mal nutzen. Das heißt, in dem Sinne sind das nur zwei eckige Klammern, und da drin ist die Lösung für die jeweilige Eingabe. Das heißt, wie ist die Frage? Ja, alter Witz. Nehmen wir zum Beispiel, die Lösung ist 6. Das heißt, was ist 3 plus 3? Fragezeichen. Das heißt, das ist praktisch schon die komplette Eingabe für euren Quiz. Wir können das Ganze nochmal auf darstellen. Ich speichere das. Und ihr habt eine Texteingabe. Das heißt, aha, hier könnte man zum Beispiel 5 eingeben. Prüfen, nein, ist falsch. Ich versuche mal 33. Ist auch falsch. Ich versuche mal 6. Ach, ich habe es gelöst. Okay, wiederholen wir das nochmal. Das heißt, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, dann habe ich hier natürlich auch noch die Möglichkeit, immer diesen Zeige-mir-Lösung zu finden, und das Ganze wird automatisch dargestellt. Aber hier sei zu beachten, das heißt, Texteingabe ist wirklich nur Texteingabe. Das heißt, genau das, was hier in den Klammern steht, müsst ihr auch angeben. Wenn ihr sowas habt, dann habt ihr das Problem, dass man tatsächlich, selbst wenn ich 6 eingebe, das nicht lösen muss, weil er sucht nach einer Lösung mit Leerzeichen 6. Oder wenn ihr verschiedene Schreibweisen für 6,0 habt oder irgendwas. Also es gibt noch eine Möglichkeit, die werde ich nachher zeigen, wie man das noch abfangen kann. Aber zuerst Texteingaben jeweils direkt. Die zeigen nur das, was ihr als Text angeben könnt. Das heißt, vielleicht ist diese 3 plus 3 Frage ja auch zu schwer. Das heißt, man möchte dem Schüler noch Hinweise geben. Das heißt, wie kann man eventuell Hinweise geben? Wir versuchen einfach nach Lia Hint suchen, das wäre, oder Quiz Hint. Das heißt, wenn ihr nach Quiz kommt, habt ihr auch die Möglichkeit, nach Hint zu suchen. Und die Schreibweise ist einfach nur in eckigen Klammern ein Fragezeichen. Und da ist die Idee, das könnt ihr an jedes Quiz dranhängen und so viele Hinweise, wie ihr wollt, geben. Zum Beispiel, erster Hinweis wäre, es ist kleiner als 7. Und zweiter Hinweis ist vielleicht, es größer als 5. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel für sich selber nicht weiterkommt, prüfen, es hat nicht geklappt, hat man hier noch die Möglichkeit, immer noch, ich kann einen kleinen Hinweis geben. Das heißt, ach, es ist kleiner als 7 und ist größer als 5. Was könnte das sein? 6 prüfen. Ach, ich habe es tatsächlich gelöst. Also ihr könnt an jedes Quiz so viele Hinweise, wie ihr wollt, dran kleben.
ja, anhängen in dem Sinne und könnt hier natürlich auch wieder alles, was Markdown bietet. Also es könnten Bilder sein, es könnten Formeln sein. Ja, warum nimmt man eigentlich keine Formeln oder und vieles weitere. Und manchmal reicht das vielleicht auch gar nicht aus. Das heißt, eigentlich möchte ich noch, wenn das Ganze gelöst wird oder aufgelöst wird, noch eine tiefer gehende Erklärung geben. Das heißt, hier könnt ihr sozusagen einen Erklärungsblock mit anhängen. Wir können nochmal Lia, Quiz, was für Möglichkeiten werden geboten, Multiple Choice. Ah, Solution. Das wäre, ja, ist nicht ganz elegant dargestellt, aber im Grunde zeigt es den Inhalt. Das heißt, in Markdown wäre das auch eine Linie. Bloß hier habt ihr die Möglichkeit, in LiaScript damit eure Lösung, die auch viel, viel komplizierter sein kann, die Formel Block zum Beispiel als Beispiel darzustellen. Das heißt, dieser Text oder Inhalt erscheint erst, wenn man entweder auf Auflösen gegangen ist oder man tatsächlich die richtige Lösung präsentiert hat. Das heißt, hier könnt ihr wieder zwischen diesen Linien oder Sternchen, also die müssen jetzt nicht direkt passend sein, das müssen halt nur mehr als drei sein oder größer gleich drei, euren kompletten Erklärungstext mit einfügen. Das heißt, eine andere Möglichkeit, Quizze vielleicht darzustellen oder was ihr möchtet, wäre zum Beispiel auch so dass man ein einfaches Dropdown-Feld oder sowas hat. Also oder ein Select-Feld. Doch Select genannt. Da ist im Endeffekt die Schreibweise einfach nur auch in eckigen Klammern, aber eure Lösungsoptionen werden dann nur durch die jeweils horizontalen oder vertikalen Striche unterbunden. Und die Lösung? Die ist dann praktisch in Klammern aufgeführt. Also man könnte hier, wenn ich das ausführe, habe ich Choose Option 1, Option 2. Aber hier ist noch keine Übersetzung. Aber wenn wir eine andere Frage nehmen. Das ist 3 plus 6. Dann kann man hier natürlich auch diese Möglichkeiten direkt vorgeben. Und das könnte eine 5 sein. Es könnte eine 9,9 e sein, Exponential. Oder aber es könnte. Das Ganze nochmal darzustellen, die 9 sein. Und ihr habt dann hier tatsächlich auch alle Möglichkeiten zu prüfen. Nein, das war falsch. Ah, und habt das Ganze gelöst. Aber man kann das natürlich auch noch viel, viel weiter denken. Das heißt, die Lösung könnte zum Beispiel auch einfach nur ein Bild sein. Machen wir das vielleicht mal nicht ganz so groß. Das heißt, wir nehmen noch das Styling. Wir sagen, das hat eine HTML-Height von, keine Ahnung, 20 Pixel. Und ihr habt tatsächlich eine Möglichkeit, wo die Lösung ein Bild ist. Können wir noch ein bisschen größer machen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber das könnte natürlich auch sein, eine habe natürlich noch diesen Mathematikmodus, eine einfache Formel sein. Das heißt, dass man hier FA5 oder sowas oder im Grunde alles, was Markdown hergibt, könnt ihr hier tatsächlich benutzen. Das Einzige ist, was ihr euch merken müsst, bei diesen Select-Optionen, die durch
Also die Möglichkeiten sind jeweils durch diese vertikalen Striche getrennt. Und die Lösung ist in einfachen Klammern oder in Klammern eingefügt. Also mehr ist es in dem Sinne gar nicht. Das heißt, das wäre die Möglichkeit für Select. Aber was einfacher ist, um bei dieser einfachen Darstellung zu bleiben, sind vielleicht auch einfache Single-Choice-Quizzes. Single-Choice. Ja, die Erklärung ist hier ganz einfach. Ihr müsst euch das vorstellen wie einfache Radio-Buttons. Das heißt, ein Radio-Button, das ist der mit der Lösung. Und hier wären die Möglichkeiten zu wählen. 4, 5, 6 oder was auch immer. Und hier habt ihr dann praktisch tatsächlich eure Möglichkeiten, bei denen ihr wählen könnt. Könnt das Ganze überprüfen oder natürlich auch auflösen. Und hier, wie gesagt, bei jedem Quiz können zusätzlich wieder diese Fragezeichen oder der komplette Block, so die größere Erklärungstext angehängt werden. Und ihr habt genauso dieses Styling. Das heißt, hier kann ich wieder so viele Hinweise geben, wie ich will. Wenn ich es auflöse, erscheint wieder dieser Erklärtext oder sowas. Ganz einfach. Und wenn wir bei diesen Radio-Buttons sind, für ein X ist die richtige Lösung, dann kann man das Ganze natürlich auch in Multiple Choice packen. Das heißt, wie sieht das dann aus? Quiz, Multiple Choice, hier wäre die Darstellung. Noch ein bisschen Erklärtext dazu. Einfach nur eckige Klammern doppelt mit Leerzeichen oder X. Okay, das hört sich doch. Hier können wir noch ein Beispiel mit vier Optionen vorgeben. Und das wäre praktisch dasselbe. Hier kann ich dann mehrere Sachen anklicken und die prüfen. Und hier müssen jeweils wieder alle übereinstimmen. Nein, und diese Lösung geht. Punkt aus. Also Multiple Choice. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich noch komplizierter machen. Lia Matrix Quiz Choice. Das heißt, eure Lösung ist in dem Sinne in Spalten, in Zeilen gegliedert. Das heißt, diese Zeile muss richtig sein, diese Zeile muss richtig sein und hier oben gebt ihr sozusagen eure Texte Optionen. Option 1, irgendetwas vor und bekommt dann so eine, in dem Sinne Matrix. Also hier oben könnten auch Bilder drin sein und ihr, hier muss natürlich, das ist nur richtig, wenn nichts angeklickt ist. Ups, das war ein kleiner Bug. Also das muss ich noch abfangen. Das heißt, wenn nichts da ist, dann sieht das so aus. Ansonsten, also der Aufbau ist hoffentlich klar. Das heißt wieder, wir haben doppelt geschweifte Klammern, aber doppeleckige Klammern, sorry. Und da jeweils in einfachen eckigen Klammern diese Lösungsoption. Das heißt, und ihr könnt euch dazu fragen und das Ganze kombinieren, wie ihr halt wollt. Das heißt hier, was wäre die richtige Lösung? Das wäre diese Kombination. Prüfen. Ach, tatsächlich gelöst. Ihr könnt so viele Zeilen hinzumachen und es ist tatsächlich auch erlaubt, auch mehr Optionen zu haben, als ihr tatsächlich Erklärungen habt. Das heißt, es liegt dann in dem Sinne bei euch, wie ihr das Ganze formatiert oder wie ihr das haben möchtet. Also, sondern ja, wie gesagt, hier auch, ich kann so viele Hinweise geben, man kann das Ganze auflösen, man kann, wie man möchte und kann dann auch überall Bilder einfügen, selbst Videos oder nach was einem der Sinn steht.